Die du nie benutzt, sei ehrlich. Doch, schon ab und zu. Mhm. Ach, wie auf Blogger. Wie so wie YouTuber? Blogger, ja, genau. Okay. Ja, ist ein bisschen schwierig gerade, gell? Willkommen Leute, wir sind heute mal bei mir zu Hause. Hier ist Serge Gnabry, mein Freund, Bruder. Onkel. Onkel, Sohn. Das war's. Das war's. Nochmal. Weil nein, Sergio, auf gar keinen Fall, wenn du das jetzt machst, gebe ich Backpfeife. Boah, der ist krank eigentlich. Ey. Nein. Nein, wir wissen ja alle, dass Sergio ein grandioser Koch ist, deshalb haben wir uns überlegt, heute mal was gemeinsam zu kochen. Let's go! Geht auf jeden Fall in die asiatische Richtung, oder? Das könnte aber indisch auch sein. Könnte auch. Wir haben hier Reis, Nüsse. Curry, oder? Green Thai. Okay, danke. Curry Freestyle. Ingwer halt. Ganz wenig nur, oder? Ein bisschen für den Geschmack. Ich würde sagen, fangen einfach mal an, oder? Hat es nochmal so ein Brett, oder? Das ist bestimmt so Schneidebretter. Ah ja, da bei den Tassen. Ja, lass uns das Ganze bitte abbrechen, weil er weiß nicht mal, wo er Schneidebretter hat. Koble! Zwiebel brauchen wir immer. Warum lachen die jetzt? Weil ich gar keine Ahnung hatte. Also Curry habe ich noch nicht gekocht. Ich auch nicht. Ich mache ab und zu mal so eine Pizza. Homemade. Guck mal, wie schön ich hier schneide. Du weißt nicht mal, wie man eine Zwiebel aufkriegt. Also bei mir definitiv von meiner Oma Käsespätzle. Wiener Schnitzel, oder? Wiener Schnitzel ist natürlich in Wien hervorragend. Die asiatische Küche, philippinische Küche, aber auch wenn man Dad afrikanische Küche kocht. Das ist auch top, das habe ich gerade vergessen. Ja. Fufu. Fufu ist top. Wow. Ich hoffe, diese Zwiebeln reichen. Meine Augen können nicht mehr. Koble, hier, hier. Schäl einmal. Zwei. Kommt drauf an, was für ein Esslöffel. Acht. Ja, ich hätte drei gesagt. Dankeschön. Marokko. Ich sag sogar China. Hey! Hey! Wenn du mir erklärst, was ein BLT-Sandwich ist. Beef. Lachs. Brot. Bread. Salat ist drin. Bacon. Ah, ich weiß es. Bacon, Lettuce. Trottel-Sandwich. Tomato? Nee. Bechamel, weißt du, was das ist? Ja, ja. Was? Ja. Keine Ahnung. Bechamelsoße ist ein bisschen übertrieben. Was ist das überhaupt? Das weiß nicht mal ein Koch. Aber wir müssen uns jetzt auch mal zügig ein bisschen beeilen, oder? Du bist so langsam beim Schneiden. Oder? Ja, ich schneide hier alles. Ja, ich hab, du hast eine Zwiebel geschnitten, ja, ich habe schon einen ganzen Obstsalat gemacht. Die Zwiebel ist ein bisschen anders als wie deine Brokkoli da. Ich kann auch Gemüse schneiden. Das ist süß. Bitte mach das. In ah! Ey, was sagst du mit Salzstreu eigentlich? Der ist top. Aber auch nur, weil du zu dumm bist, das normal zu machen.
mein Geheimtipp. Immer alles am Anfang mit rein, damit es Geschmack und Fahrt annimmt. Das hat er nämlich vor kurzem erst gelernt. Ja, aber ist doch okay. Ich glaube, ich hätte das alleine nicht zusammen. Niemals. Sei ehrlich jetzt. Okay. Wir hätten eigentlich auf der Platte. Und was soll das sein? Das ist so viel Wok und so. Das ist doch so viel Wok-Gemüse und so. Was? Und jetzt erklär mir, warum du 25 Minuten into cooking auf einmal sagst, dass das eine Wok-Platte ist. Das ist dir vorher nicht aufgefallen. Doch schon, du hast gefragt nach mir. Du wolltest unbedingt eine Pfanne, Alter. Du wolltest unbedingt beweisen, wie gut du das kannst. Aber ich hab dir gesagt, machen wir das. Hast du mir vorher nicht zugehört? Also, an alle da draußen, gell, du hast gar keine Ahnung, was sich in deinem Haus alles befindet. Ich hab sehr wohl Ahnung. Findest du jetzt? Ja, natürlich. Also ist normal, dass ich jetzt eine Bockpfanne raushole. Ich wusste nicht, welche Größe du brauchst. Sergio, hilf mir kurz beim Reis, bitte. Wie soll ich dir da helfen? Ja, ich halte es und du schützt da rein. Das ist halt selber. Ei, da ist der Herr dann. Ich kann das nicht mehr lang. Also den Reis habe ich super. Boah, das schaut gut aus. Wie viele Teelöffel? Bravo. Olivenöl. Mein eigenes. Selbstgepresster Olivenöl. Am Gardasee. Sagt man nicht so. Selbst. Wie sagt man? Selbstgepresstes. Ich glaube, ich habe echt nachmittags noch nie so viel gelacht. Ehrlich jetzt. Du schaust dir, dass das nicht verbrennt, da, gell? Ja, yeah. So ist halt manchmal, ne? Was hat Thomas gesagt? Ey, normal hätten wir was anderes kochen sollen. Büffeleintopf, gell? Shoutout Thomas Müller. Willst du das auch schon rein haben? Ja, gib ein bisschen rein. Boah, das riecht super. Ich sag, Alfons Schuberg hätte es auch nicht besser gemacht, wie wir gerade. Ja, nimm mal ein Probierwelle. Super, Mann. Die haben wir so eine. Sergio, welches Gericht kannst du am besten kochen? Ich habe früher mal Carbonara gemacht. Ich glaube, es lief nicht schlecht, aber es ist auch relativ simpel. Ich kann da alles kochen. Ja? Mhm. Easy money. Zehn? Ein bisschen humble, wie ich bin, würde ich sagen, eine 8. Probier du mal. Also, 10. Dankeschön. Ich will jetzt echt nichts Dummes sagen. Sag mal, was Petersilie. Dummes, Alter. Und das hier? Ja, das ist Petersilie, ist doch klar. Ich glaube, es beginnt mit M. Mario. Bärlauch oder so. Mit N. Und du sagst Bärlauch. Spaß, Bärlauch. Koriander. Nächstes Mal machen wir einen Kaiserschmarrn. Na. Ha? Okay, ja. So, jetzt. Oh. Mach das. Soll ich Koriander bei dir drauf machen oder nicht? Nee, bitte nicht. Ja? Okay. Aber es ist Juxleid. Das ist Basilikum. Da warte kurz. Sauber machen. Aha. Der ist so genau, gell? Für Instagram, Mann. Wir sind auch Blogger. Thai Curry mit Kichererbsen und Gemüse. Das hast du sehr gut erkannt. Ja, du musst rühren. Geht doch alles kaputt. Du kriegst noch einen Löffel, ob es schmeckt. Wir müssen es eh mal probieren. Das schaut ein bisschen cheesy aus. Schmeckt hervorragend!